Mein Meisterwerk ist gleich fertig. Ah, das kommt bestimmt ins Museum. Hey, das ist Justins Bild. Oh, das ist viel besser als meins. Vielleicht, wenn ich blinze, sieht meins dann besser aus. Ach, wem mache ich schon was vor? Das ist mies. Oh, bin gleich wieder da. Ich muss nur die Späne wegwerfen. Ich will das auch so hinbekommen. Warte, vielleicht kann ich das ja. Dafür brauche ich nur Frischhaltefolie. Ich lege sie einfach über das Bild und dann male ich da drauf. Ich muss nur den Umriss nachzeichnen. Das ist so einfach. Mann, bin ich genial. Ich wette, das machen all die großen Künstler so. Ich kopiere es ja nicht, ist nur zur Inspiration. Dann nehme ich die Folie runter und lege sie andersrum auf das leere Blatt. Mit einem Nudelholz übertrage ich die Tinte. Tada, sieht toll aus. Justin, guck mal, was ich gemacht habe. Wie cool, sieht aus wie meins. Erstaunlich. Clevere Köpfe denken ähnlich, was? Wir sind so talentiert. Schlag ein, Kumpel. Oh yeah, deshalb sind wir beste Freunde. Die Hausaufgabe ist echt schwer. Warte, was war das denn? Ich kapiere nichts davon. Das macht doch alles irgendwie keinen Sinn. Oh nein, die Formeln. Sie multiplizieren sich. Lass mich in Ruhe. Du hast versagt, Justin. Und das macht mich glücklich. Was ist denn das für ein Klang? Oh, das gibt eine Beule. Dreht sich der Raum oder... Ach, bestimmt nur eine Gehirnerschütterung. Was ist denn los, Kumpel? Warum ist Physik so schwer? Ich kapiere einfach gar nichts. Ich werde bei der Klassenarbeit durchfallen. Au, mein Kopf. Gib mir eine Sekunde, Sportsfreund. Ich muss ein Pflaster drauf machen. Ganz schön fies. Ich muss vorsichtiger sein. Ach, schon besser. Was? Das ist hier viel wichtiger, Papa. Ich will doch keine 6 bekommen. Du musst halt einfach lernen. Ich versuch's ja, aber ich vergesse das immer wieder. Warte, ich hab's. Das ist die richtige Einstellung, Justin. Hä? Nein, ich rede vom Pflaster. Die hier nehme ich. Mit denen wird's gehen. Keine 6 für mich. Ich entferne die Folie vom Pflaster und klebe da das Blatt mit den Formeln drauf. Das kommt in die Mitte des Pflasters. Nun habe ich die Lösung griffbereit. Ich werde diese Arbeit mit links bestehen. Oh, ich habe so dolle Schmerzen. Oh, was ist denn mit dir passiert? Das ist noch zu frisch. Ich will nicht drüber reden. Die Klassenarbeit wird aber trotzdem geschrieben. Oh, natürlich. Ich freue mich schon drauf. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Das denken auch nur Sie. Ich ziehe das Pflaster ab und da habe ich alles, was ich brauche. Komm schon. Ist doch clever, oder? Dachte, wir haben jetzt Kunst. Warum habe ich nicht gelernt? Das kriege ich doch niemals hin. Moment mal, der Lehrer ist abgelenkt. Das ist meine Chance. Ich muss nur subtil vorgehen. Was wäre ich nur ohne mein Telefon? Genau das brauche ich jetzt. Und so bekommt ihr die Lösung raus, wenn ihr das gemacht habt. Was ist denn da hinten los? Ist das ein Telefon? Haha, nichts kann mich aufhalten. Ist das so? Stehen Sie da schon lange? Lange genug. Gib mir das Handy her. Du enttäuscht mich sehr, Alex. Beende jetzt die Arbeit. Na los. Unfassbar. Ja, ja, egal. Er hat zwar mein Handy, aber ich habe noch meinen Snack. Und diese Chips haben eine besondere Zutat. Die Lösungen. Und das Beste ist, ich kann die Chips einfach später essen. Soll das ein Witz sein? Ich habe irgendwie das Gefühl, beobachtet zu werden. Aber wahrscheinlich ist es nichts. Chips für mich? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Nicht schon wieder. Da bleibt mir nur eins übrig. Die hast du dir verdient. Oh, das fühlt sich gut an. Und nun raus mit dir. Sie sind gemein. Oh, so schlimm, mein Kleiner. Das ist so ungerecht. Was ist passiert, Sportsfreund? Ich habe eine 6, Dad, obwohl ich mich angestrengt habe. Ach, nicht traurig sein. Hey, ich glaube, ich weiß, was wir machen können. Zuerst entferne ich den Griff von meiner Lupe. Dann brauche ich eine Papprolle. Ich stelle sie oben auf die Linse und mit Kleber fixiere ich das alles. Ich gehe mit der Klebepistole um den Rand herum. Als nächstes brauche ich rotes Tape. Ich wickle es um die Linse. Das soll nämlich auch gut aussehen. Bitte sehr, Alex. Das wird dein Problem lösen. Was ist das? Halte es vor dein Auge. Bin gleich wieder da. Hey, guck dir das an. Was? Oh, hab's kapiert. Ich kann die Lösung sehen. Das ist ja cool. Okay, die Klassenarbeit wartet.
Ich habe mir extra schwere Aufgaben ausgedacht. Ich bin sehr zuversichtlich. Das sagen sie alle. Fang jetzt an. Ich weiß eh, dass du scheitern wirst. Ich erwarte auch nichts anderes. Come on, Dad, wo bist du? Nope, das ist ein Baum. Meine Tarnung ist perfekt. Alex, hier drüben. Perfekt. Ich wusste, dass du mich nicht hängen lässt, Dad. Danke. Oh, hast du was gesagt? Was macht er da? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Dem muss ich nachgehen. So weit, so gut. Was ist hier los? Gar nichts. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Hier, schauen Sie sich das an. Das werde ich auch tun. Da ist nur ein seltsamer Arbeiter. Verhalte ich natürlich. Scheint alles in Ordnung zu sein. Vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt, Alex. Phew, das war knapp. Wow, der Typ kann vielleicht quatschen. Und nichts davon ergibt Sinn. Und es ist wichtig, dass ihr das lernt. Das kommt in der Klassenarbeit dran. Alles, was ich höre, ist bla 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 bla. Aber ich weiß, wie diese Stunde besser wird. Mit Snacks. Von dem ganzen Zuhören bekomme ich eh Hunger. Süßes, süßes Bonbon. Moment, höre ich da das Rascheln vom Bonbonpapier? Das werde ich so richtig genießen. Was tust du denn da? Nicht cool, Kumpel. Du kennst die Regeln. Keine Snacks im Unterricht. Das nehme ich. Und auch den Rest. Da kann man nichts machen. Sind das auch richtige Bonbons? Oh ja, bestehen zu 100% aus Zucker. So, wo war ich? Okay, Snacks sind nicht erlaubt, aber er hat nichts von Limo gesagt. Die wird auch bringen. Aber ich muss vorsichtig sein. Ich halte die versteckt. Er hat keine Ahnung. Warte, wo ist er hin? Ich meine, wie geht's? Ich glaube, die gehört mir. Wie ist die denn da hingekommen? Das ist deine letzte Warnung, Alex. Er hat mir den Rücken zugedreht, jetzt aber schnell. Oh nein, das tust du nicht. Was? Sieh's ein, ich bin zu gut. Den werde ich entsorgen. Ich war so nah dran, ich konnte ihn schon schmecken. Ich behalte dich im Auge. Mann, der ist voll anstrengend. Na gut, das war's dann jetzt. Hey, mein Klebestift. Der bringt mich auf eine Idee. Ich glaube, damit kann ich was anfangen. Zuerst muss der Kleber da raus, dann das Innere des Rohrs reinigen. Und nun brauche ich meine Lieblingssüßigkeit. Die drücke ich zusammen, bis ich eine super Bonbonkugel habe. Und in die drücke ich das Rohr. So wird's komplett gefüllt. Dann mache ich vorsichtig den Rest ab. Das hebe ich mir dann für später auf. Nun habe ich einen Bonbonstick. Wenn ich den runterdrehe, kommt oben das Süße raus. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und niemand wird irgendwas ahnen. lecker. Moment mal, was ist das für ein herrlicher Geruch? Nicht schon wieder. Rieche ich hier Süßigkeiten? Was? Nein, würde mir nicht im Traum einfallen. Irgendwie glaube ich dir nicht. Ich muss das wohl mal überprüfen. Kein Problem, hier gibt's aber nichts zu sehen. Ich benutze einfach nur meinen stinknormalen Klebestift. Ist das so? Vielleicht sagt er ja die Wahrheit. Ich sehe jedenfalls keine Süßigkeiten. Da habe ich mich wohl geirrt. Das denke ich auch. Wenn's ihn nichts ausmacht, ich muss hier noch was kleben. Voll lecker. Der Unterricht ist doch nicht so übel, hä? Oh, schon wieder Prüfungstag? Zum Glück bin ich vorbereitet. Hallo Spickzettel. Sorgfältig geplant ist es nicht schwer, dein Handy in den Unterricht zu schmuggeln. Und mit etwas Kreativität kommt man sehr weit. Und wenn du wirklich raffiniert bist, schmuggelst du auf einem ganz neuen Niveau. Was war das? Nicht vergessen, keine Handys erlaubt. Die ganzen Squats zahlen sich jetzt echt aus. Um sich rauszuschleichen, braucht man echt Muskeln. Oh, oh. Voll erwischt. Hi, Mr. Jones. Ich suche nur die Toiletten. Oh je, das war ein völliger Reinfall. Moment mal. Ich bin gleich wieder da. Nicht böse sein. Ich wollte nur einen Snack. Nice. Scheinbar ist meine innere Naschkatze auch technikaffin.
Selfie-Zeit! Süß! Wie bekomme ich denn mein Handy rein? Ich hab's! Ich brauche nur etwas doppelseitiges Klebeband. Fertig, zielen und kleben. Wow! Probieren wir das nochmal. Bleib einfach genau da stehen. Ich war's nicht. Oh, Allergien. Was ist mit dem Typen los? Komm schon, bleib kleben. Ha? Ich dachte, ich hätte was gespürt. Was gibt's? Du sprichst mit mir? Ich glaube, ich habe eine Freundin. Sie sehen gut aus, Miss Smith. Oh, du bist ja lieb. Viel Erfolg heute. Hi, Miss Smith. Hallo, Annie. Mal sehen, was du versteckst. So weit, so gut. Ich konnte nichts entdecken. Ich bin sauber, ich schwöre. Na, wenn du das sagst. Das lief ja wie am Schnürchen. Vielen Dank für die Hilfe, Bro. Oh, ich habe so Angst vor dem Test. Echt? Das wird ganz einfach. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Okay, sie schaut nicht. Das ist meine Chance. Taschenrechner, du musst mich retten. Benutzt sie einen Taschenrechner? Madison, ich kann dich sehen. Oh, sorry. Ich lege ihn weg. Wie kann ich das lösen? Vielleicht so? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Welche Antwort hat Kate? Was? Sie ist schon fertig? Was ist das auf ihrem Papier? Kritzeleien? Kate, was sind das für Schmetterlinge? Hier, ich zeige es dir. Hier sind die Brüche. Nun zeichne ich diagonale Kreise auf beide Seiten und verwandle sie dann in Schmetterlinge. Nun multiplizieren wir die Flügel und schreiben die Antwort neben die Fühler. Denke an beide Flügel. Als nächstes multiplizieren wir die unteren Zahlen und ziehen dann die Zahlen neben den Fühlern ab. Das ist die obere Zahl und die untere hast du bereits. Fertig! Wow, total nützlich und hübsch! Fertig! Lass uns den Test abgeben. Niemand darf mich sehen. Niemand. Puh, ist jemand in Sicht? Ich bin wohl alleine. Oh, Ava, du bist meine Traumfrau. Okay, jetzt oder nie, bevor mich noch jemand sieht. Sie wird sich bestimmt über diesen Cupcake von mir freuen. Oh nein, da drüben ist sie ja schon. Ich muss schnell verduften. Ich verstecke mich hier. Okay, gleich hat sie den Cupcake. Sie checkt noch ihr Handy. Nein, 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 das darf nicht wahr sein. Da ist Jake. Hi, Ava. Hier, die sind für dich. Für mich? Wow, die sehen voll gut aus. Ich probiere die Erdbeere zuerst. So gut. Willst du eine? Nein, das ist unfair. Er hat mir eins ausgewischt. Okay, das ist mein Moment. Sie wird sich bestimmt über Tulpen freuen. Hi, Ava. Hä? Wer ist da? Oh, hi. Gibt es etwas, das du von mir brauchst? Oh, nee, schon gut. Na gut. Die Rosen riechen sowas von gut. Ava braucht ein Blatt Papier? Das ist meine Chance. Hier, Ava, nimm mein Notizbuch. Nur zu, bediene dich. Ich weiß, dass du Lila liebst. Oh, sie wird bestimmt Jakes Sachen nehmen. Ich habe 3 Stück nur für dich alleine. Wow, dein Notizbuch sieht voll interessant aus. Was? Echt jetzt? Du brauchst viele Pailletten, Perlen und andere lustige Dinge. Ich habe verschiedene Farben genommen. Dann habe ich den Deckel von der Chipsdose genommen. Mit Heißkleber bin ich den Rand entlang gefahren. Dann habe ich es auf das Notizbuch geklebt. Und fertig! Jede Menge glitzernder Spaß für mich. Was? Du hast das selbst gemacht? Ich habe auch Tulpen für dich.
Chris, ich brauche deine Hilfe. Du hast es in der Hand. Auf mich kannst du zählen, Annie. Stopp! Stehen bleiben, Fräulein. Ich hab nichts dabei. Was macht Chris denn da? Dem kann ich echt überhaupt nicht vertrauen. Rein mit dir, Liebes. Operation Telefonauto in Aktion. Klebeband befestigt. Handy bereit zum Fahren. Und los geht's. Pass auf die ganzen Beine auf. Langsam. Vorsicht in der Kurve. Und Ziel erreicht. Es geht doch nichts über einen guten Roadtrip. Ha? Was ist denn da drüben los? Oh, wie sehe ich denn aus? Naja, hallo? Nicht so schnell. Gibt es irgendwas, das du mir sagen möchtest? Aha, da ist es. Es sind keine Handys erlaubt, weißt du noch? Na schön. Dankeschön. Und jetzt zu deinen Haaren. Wie unverschämt. Es sei denn... Natürlich. Ich bin gleich zurück. Du willst dein Handy verstecken? Nimm Knete und drück sie an die Seite der Bürste. Und das jetzt immer so weiter an der Kante entlang. So versteckst du den Rand deines Handys. Jetzt sieht das aus wie der Rücken der Bürste. Der Griff ist auch richtig cool. Ich bin hübsch und ein Genie. Viel besser, oder? Darf ich mal? Oh, dieser Spiegel ist so lebensecht. Wie konnte ich das nicht bemerken? Hier, die kannst du behalten. Okay, und jetzt rein mit dir. Falltreffer! Die Blätter sind alle durcheinander. Das wird kein Spaß. Ah! Aua, aua, aua. Jetzt ist alles noch schlimmer. Das war's. Ich muss dieses Problem lösen. Komm her, Tucker. Warum funktioniert der nicht? Keine Heftklammern drin. Natürlich nicht. Hey, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee, was ich tun kann. Okay, die Blätter sind alle sortiert. Und jetzt kommt mein Cutter. Ich mache zwei Schnitte hier und hier. Und ich falte sie so und stecke die Spitzen in den anderen Schlitz. So geht's. Sie halten ohne Klammern zusammen. Ach, endlich, die Blätter sind organisiert. Sie werden auch nicht auseinanderfallen. Ab zum Unterricht. Okay, ich habe meine Handys. Moment mal. Oh nein, sie sammelt von jedem das Handy ein. Sie wird mir bestimmt mein Handy wegnehmen. Okay, dann muss ich es eben verstecken. In meiner Tasche, einfach überall. Okay, perfekt. So sollte ich an ihr vorbeikommen. Stopp. Eins sollte ich besser abgeben, nur für den Fall. Hier ist mein Handy, das brauche ich nicht im Unterricht. Puh, okay, sie hat keinen Verdacht geschöpft. Also dann, heute schreiben wir einen Test. Die Zeit läuft, also fangt besser an. Okay, das erste Handy kommt zum Einsatz. Oh nein, ich hätte es vorher aufladen sollen. Vielleicht habe ich mit diesem Handy mehr Glück. Oh! Was war das für ein Geräusch? War wohl nur Einbildung. Puh, das war echt knapp. Okay, jetzt muss ich mein Handy nur noch aufheben. Nein, jetzt ist der Bildschirm total im Eimer. Na gut, dann hole ich eben noch eins meiner anderen Handys. Endlich, jetzt kann ich beginnen. Was ist denn da hinten los? Er versteckt doch gerade ein Handy in seiner Hand. Ihm werde ich eine Lektion erteilen. Hä? Was ist mit dem Licht passiert? Oh, hey, pst, dein Bildschirm leuchtet. Echt jetzt? Das ist doch ein Witz! Ganz genau! Ich sehe, dass du mit deinem Handy spickst, du Taugenichts! So, endlich habe ich alle Handys einkassiert! Unfassbar, dass du so viele hereingeschmuggelt hast! Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Hey, was hat sie denn da in ihrer Hand? Wie hat sie das denn geschafft? Das ist echt unfair!
Hey, echt beeindruckend. Das hier? Oh, das ist nur Klebeband. Klebeband? Wie clever! Nein, jetzt ist die Zeit um. Komm schon, komm hier rüber. Alles klar, sind wir bereit? Dann drücken wir die Zahnpaste in die Limo. Mal sehen, was passiert. Nicht im Ernst, das ist so unglaublich. Ich muss den richtigen Winkel hinbekommen. Warte, was zur Hölle? Warum ist mein Nagel kaputt? Das ist so schrecklich. Ah! Okay, ich muss mich beruhigen. Ich brauche nur meine Notfallpfeile. Oh, was ist denn da vorne los? Du kennst die Regeln. Keine Schminkutensilien in dieser Klasse. Oh, ich will nicht so angeschrieben werden. Ich feile meine Nägel jetzt lieber nicht. Moment mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Yep, das wird auf jeden Fall klappen. Okay, ich lege die Pfeile hin und das Lineal darauf. Und jetzt fange ich an, die Zentimeter auf der Pfeile zu markieren. Die komplette Pfeile entlang, bis zum Ende. Gut, die Maße sind drauf. Und jetzt noch die Zahlen. Die Zahlen müssen drauf, wenn es als Lineal durchgehen soll. Muss aber darauf achten, ordentlich zu schreiben. Ja, ich bin fertig. Jetzt kann ich feilen. Und hey, sie funktioniert auch als Lineal. Das ist toll. Ich habe schöne Nägel und perfekte Hausaufgaben. Okay, ich zeige euch, wie man das löst. Das ist so langweilig. Ich schreibe das besser mit, falls es im Test drankommt. Seid ihr noch alle dabei? Okay, die nächsten Schritte. Ah, das ist so viel. Warum verkompliziert sie das so sehr? Ernsthaft? Niemals. Kate, was ist so lustig? Es gibt eine viel einfachere Methode. Ich werde Ihnen einen Hack zeigen. Es sind 80%, also nehmen wir die 8. Von 90, also multiplizieren wir es mit 9. Das Ergebnis ist 72, genau wie Ihre Antwort. Machst du Witze? So einfach ist das? Wow, das ist so viel einfacher. Ich streiche alle diese Notizen durch und schreibe Kates Rechenweg auf. Puh, was für eine Erleichterung. Diese Klasse ist das Schlimmste. So langweilig. Ich wünschte, es wäre Zeit, nach Hause zu gehen. Also gut, wer kann diese Aufgabe lösen? Ich! Oh, nimm mich dran! Ich! Oh, du hast so viel Glück! Du schaffst das! Wie soll ich das im Kopf rechnen? Hey, psst! Hilf mir dabei! Okay. Ich muss perfekt zielen, wenn ich das werfe. Die Stifte, ziel auf die Stifte. Oh, wie ist das denn passiert? Ist einer von euch dafür verantwortlich? Ich hebe das lieber auf. Ja, das hat geklappt. Alles klar, ich komme. Schnell, wir tauschen. Die Lehrerin ist immer noch abgelenkt. Okay, ich muss mein Aussehen ändern. Muss auch die Gummis aus den Haaren nehmen. Okay, Aussehen passt. Jetzt noch das Auftreten anpassen. Okay, das ist der letzte Stift. Bist du soweit, diese Aufgabe zu lösen? Okay. Die erste Zahl ist eine 2, also ziehe ich 2 Linien. Die zweite Zahl ist eine 1, also ziehe ich eine Linie. Dann in die andere Richtung 3 Linien für die 3. Und dann 2 Linien für die letzten 2. Und jetzt ziehe ich die Bögen. Genau so. Und jetzt kommen Punkte. Ein Punkt, wo sich jede Linie schneidet. Dieser Bereich hat 6 Punkte. Im mittleren sind es 7 Punkte. Und im letzten Bereich sind es 2 Punkte. Fertig, jetzt nur noch die Zahlen kombinieren. 672 ist die Lösung. Fertig. Das war ein Kinderspiel. Mal sehen. Warte. Du hast das gelöst? Wunderbare Arbeit. Bravo. Okay. Lass uns um die Wette rechnen. Ey,
Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Warte mal ab. 3 und los. Schau nur, wie verbissen sie rechnet. Warte, rechnet sie nicht? Naja, egal, dann werde ich wohl gewinnen. Was macht sie denn jetzt? Feilt sie ihre Nägel? Absolut lächerlich. Nimmt sie das noch ernst? Kaffee? Wo hat sie denn den her? Und ein Schokoriegel? Warum isst sie nicht einfach zum Mittag oder so? In Ordnung, ich mache einfach weiter. Ich bin fertig. Was? Niemals! Wie ist das möglich? Aber ich habe die Gleichung noch nicht gelöst. Sie arbeitet so hart. Ich würde ja lieber intelligenter arbeiten. Ich schreibe die erste Zahl oben hin. Und die zweite Zahl an die Seite. Okay, 3 mal 7 ist 21. Also schreibe ich die Zahl in diese Ecke. Okay, dann als nächstes 7 mal 1. Das ist einfach, 7. Das Ergebnis kommt ins mittlere Quadrat. Dann schließe ich 4 mal 7. Und das sind natürlich 28. Ins letzte Quadrat damit. Die erste Zahl ist 2. Dann addiere ich die nächsten beiden Zahlen. Das ergibt 1. Dann die nächsten. 7 plus 2 ist 9. Die 8 kommt hierhin. Und die letzte Zahl, die 8. Und das ist die Lösung. 2198. Gelöst! Ah, ich habe eine 1 bekommen. Juhu! Ich freue mich ja so. Wie schön für dich. Ich war leider nicht so gut. Oh, schon gut, nicht ärgern. Ich erledige das für dich. Pass auf, ich füge etwas Kleber auf diesen Stick hinzu. Und drücke den Kleber auf die schlechte Note. Gesehen? Die schlechte Note ist weg. Tada! Ab jetzt gibt's nur noch Einser. Und jetzt gebe ich dir eine gute Note. Eine 1? Yes! Vielen Dank, du bist die Beste. Oh, lass uns die Aufgabe lösen. Yep, gute Idee. Ran an die Arbeit. Was? Wie unverschämt. Sie hat auch einen Einhornkoffer? Mein Koffer ist besser als deiner. Zieh's dir rein. Ich habe eine ganze Farbpalette. Sie ist bestimmt voll neidisch. Meine Farben sind genauso gut. So kann ich mein Make-up immer auffrischen. Meine Stifte sind wie die Klauen von Wolverine. Das beeindruckt mich nicht. Ich habe einen neuen Lippenstift. Wie langweilig. Ich habe unendlich viel Bleistiftminen. Oh, ich kann ihn nicht leiden. Und eine ganze Pinselsammlung. Wie öde. Ich habe etwas Besseres. Ganz genau. Eine ganze Reihe von Make-up-Pinseln. Oh Mann. Da kann ich wohl nicht mithalten. Ein Augenblick. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe eine geniale Idee. Du brauchst ein Stück Filz, ein Lineal und etwas Kreide. Dann ziehst du eine gestrichelte Linie jeden zweiten Zentimeter. Etwa so. Dasselbe machst du insgesamt 4-mal. Die gestrichelte Linie schneidest du aus. Jetzt kommen meine Stifte und Pinsel ins Spiel. Die kann ich ganz einfach in die Schlitze stecken. Jetzt kann ich sie einrollen. Wenn alles eingerollt ist, gebe ich etwas Heißkleber an dieser Stelle hinzu. Dann kommt eine Schleife mit einem Gummiband hinzu. Und fertig. Echt genial. Zieh dir mal das coole Teil rein. What the heck ist das? Sein Ernst? Was geht da vor sich? Oh, ein Wettbewerb. Und der Sieger ist... er! Oh mein Gott, yes! Das bedeutet mir so viel! Sowas von gemein! Okay, wen soll ich dran nehmen? Kate, bitte komm zur Tafel. Das kann ich definitiv lösen. Ich bringe einfach die 3 hier nach unten. Und die 4 kommt hier hin. Und die 9 komplett nach unten. Oh, ja. Setz dich bitte. Was ist hier gerade passiert? Schule kann anstrengend sein, stimmt's? Man muss so viel lernen und sich an so viele Regeln halten. Aber keine Sorge, wir wissen, wie der Hase läuft.
Denn wir kennen geniale Hacks, die den Schulalltag erleichtern. Schreib uns deine liebsten Schulhacks in die Kommentare unten. Teile das Video auch gerne mit Freunden und falls noch nicht getan, abonniere den Kanal für weitere nützliche Videos wie dieses.